So, und damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Und wir sind ja jetzt hier bei Tesla und sollen ja rausfinden, was hier so los ist, beziehungsweise soll uns erstmal neues Zeugs geben. Mal gespannt. Okay. Was haben wir denn da? Nikola, wie geht es Ihrem Freund Edison denn so? Thomas und ich reden nicht miteinander. Okay. Amazing, your best man win, okay? Your friend Thomas. Mögen sich wohl nicht so, ne? Schon schnieke Sachen hier. Okay. Chemie. Warte, da vorne ist was. Was haben wir denn da? Schaltplan, nee, Bauplan. Ich verstehe kein Wort. Einfach irgendwo raufgekritzelt. Ja, ist clever. Aber so lange ist er wohl noch nicht hier, ne? So viele Kisten hier rum. Was für mich? Ziemlich antik. Kaum zu glauben, dass wir diese Kommunikatoren mal benutzt haben. Antik. Das sagt er im Jahr 1886. Okay. Yes, ich fahre. Vielen Dank. Sir Galahad. Ja, was denn? Hier ist er. Na, was hast du? Hier entlang. Was ist das? Das hier könnte Sie interessieren. In diesem Gerät können Sie Edisons ineffizienten Gleichstrom in meinen überlegenen Wechselstrom umwandeln. Recht praktisch zum Überladen und Ausschalten bestimmter elektrischer Systeme. Cool. Eigentlich nur ein Vakuumröhrengleichrichter mit ein paar Messingklemmen, um das Design zu verbessern. Und ein Tragekoffer aus Leder. In jeder Röhre ist eine kleine Menge Quecksilber. Sobald es darin richtig ausgerichtet ist, ist das Gerät einsatzfähig. Versuchen Sie's. Okay. Das Quecksilber oszilliert mit dem Strom. Es kann etwas schwierig sein. Ja, ich merke schon. Es muss präzise ausgerichtet sein. Okay. Sie erstaunen mich immer wieder, Nikola. Nicht ohne. Ich hätte gerne Ihre Meinung zu meiner neuesten Erfindung. Okay, erzähl mal. Scharfschützenkarabiner SX-84. Beeindruckend. Sie hatte nie mein Auge für Handwerk. Ich habe ihn mit einem Teleskopvisier ausgerüstet. Ideal für Distanzschüsse. Ich wäre geehrt, wenn Sie ihn testen würden. Mit Vergnügen. Okay.
Nachladen. Ja, wie kann ich denn die Luft anhalten? Ihr Können erstaunt mich immer wieder. Okay. Harter Rückstoß, aber im Rahmen. Ah. Sauber. Ein Schalldämpfer würde ihn perfekt machen. Ich kümmere mich sofort darum. Und würden Sie gerne meine anderen Kinder kennenlernen? Verlockendes Angebot, aber ich muss zurück zu den anderen. Natürlich. Warum? Hey! Oh, das Monokular, das General Lafayette bestellt hat, liegt dort drüben auf dem Tisch. Er wird es bekommen. Wir gehen paar weiter vor. Isabeau, du nimmst dir mit Lafayette die High Street von Süden vor. Galahad und ich kommen von Norden. Wieso geht der Franzose nicht mit Galahad? Mademoiselle misstraut meinen Absichten. Ich verspreche, die ritterliche Öffentlichkeit stets zu wahren. Ich hätte gern jemand mit etwas mehr Erfahrung, der mir den Rücken frei hält. Ich dachte, du brauchst keinen Aufpasser. Na gut. Sie gehen mit Galahad. Mademoiselle erlaubt mir vielleicht eines Tages mein Können zu zeigen. Eines Tages. Denkt dran, wir betreten das Gebiet der Rebellen. Wird unser Eindringen in Whitechapel nicht recht sein. Nach unserer Entdeckung in Mayfair sollte das Royal Hospital unser Ziel sein. Seltsam, dass die Lykaner ihr Unterschlupf finden, nicht wahr, Monsieur? Glaubst du wirklich, dass die Rebellen mit den Halblütern kollaborieren? Der Lord Kanzler ist davon überzeugt. Ich habe meine Zweifel. Vertrauen Sie irgendwem, mon General? Nimm niemals hin. Stell immer Fragen. Mein Motto seit Jahrhunderten. Sind die alle schon so alt? Okay. Sind wir wirklich dann einer der Ritter von damals? Passt auf euch auf, alle. Es wird kein leichter Gang. Geldschuhe. Ein Hort von Taschendieben, Kollaborateuren und Zuhältern. Früher war das einmal ganz anders. Klasse. Unentdeckt. Eine Kapelle. Ein Rückzugsort für Reisende. Das war sogar vor meiner Zeit. Die Stadtmauern standen noch nicht. Tja, man kann Whitechapel riechen, bevor man es sieht. Krass. So, bevor es Stadtmauern gab, haben die schon existiert. Okay. Jetzt ist mehr so, wie es mal war, Sebastian. Wie? Warum? Die Orden am allerwenigsten. Das würde ich halt gerne wissen, ne? Warum? Muss man da durch können, guck mal. Ach Mann. Wir treffen uns beim Krankenhaus. Pass auf dich auf. Verstanden. Okay, ich mit den Franzosen. Das ist eine Pfeife. Die Asche ist noch warm. Kann man sehen, ne? Aber super, wie das dann halt auch der Rauch dann da, ne? So geil. Richtig gut gemacht. So. Sieht nicht so lecker aus hier.
ehrlich gesagt. Wobei, es geht ums Gemüse, scheint zu gehen. Lafayette. Gemacht eigentlich. Na los, mach Kleinholz aus ihm! Wollt ihr mehr? Der blutet wie ein angestochenes Schwein! Sieht nicht gut aus. Der ist fertig. Bleib unten, dummer Penner! Weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich gehe mal hier lang. Seltsamer Ort. Schlafen Sie. Das war wirklich so. Wurden Leinen gespannt und hat man sich da drauf gelegt und schlief dann. Weil es halt keine Betten gab oder sowas. Das war für die ganz, ganz Armen, die sonst nichts hatten. Naja, ich verabschiede mich. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.